Verschwitzte Spieler, gestresste Trainer und angespannte Teammanager sitzen normalerweise beim Interview. Doch heute ist es mal etwas angenehmer im Bild. Ich habe hier die Sina Dulli, die amtierende Miss Waldmoor. Hallo. Du bist in dem Bereich seit wann? Seit 2009, mit Unterbrechung. Ich musste ein Jahr Pause machen, weil ich ziemlich zugelegt hatte. Aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Und wie bist du ursprünglich dazu gekommen? Ich habe die Gloria Bormann gesehen, dass die Miss Rheinland-Pfalz wurde und dachte, probieren könnte man es ja auch mal. Und dann habe ich mich beworben. Gut, und wie geht es jetzt weiter? Was wird bei dir als nächstes kommen? Am Sonntag ist die Römisch-Weinstraße-Wahl und im Dezember die Miss Rheinland-Pfalz-Wahl. Dadurch, dass ich Miss Waldmoor geworden bin, bin ich nun bei der Rheinland-Pfalz-Wahl dabei. Und wie geht es dann weiter, gesetzt im Fall, du kommst jetzt bei der Rheinland-Pfalz-Wahl weiter, gewinnst das ganze Ding und dann? Dann geht es ins Missencamp, wo genau das ist, weiß ich noch nicht, und dann geht es zur Miss Germany-Wahl. Miss Camp, ist es so ähnlich vorstellbar wie diese Camps bei Deutschland sucht den Superstar oder so ähnlich? Da bekommt man einen Knickenkurs. Und wird halt so Laufstegtraining mit der Monika Iwanka dieses Jahr. Und ja, so Benimmregeln kriegt man da gesagt und ja, so ein bisschen trainingmäßig halt, dass man dann weiß, worauf man sich einlässt. In den meisten Fällen findet ja sowas immer auf Mallorca statt. Es hört sich noch was Größeres an, ist da irgendwie auch dann vielleicht Fernsehen oder sowas dabei? Fernsehen ist dabei, letztes Jahr war Vox dabei. Und die hatten auch prominente Jury, der Markus Schenkenberg zum Beispiel, das männliche Model. Dann war die Regina Halmich war, glaube ich, dabei. Nee, ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Monika Iwanka, der Ross Anthony war dabei, dem Ross Anthony sein Mann war dabei und noch ein Haufen andere prominente Leute waren in der Jury. Ja gut, bei Fox, da rennt ja auch die Katzenberger rum. Vielleicht ist die diesmal bei der Jury dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil bei der Miss Germany-Wahl geht es um Natürlichkeit und nicht wie die Daniela Katzenberger. Aber es ist eine tolle Frau, aber nicht für Misswahlen. Ist doch aber recht natürlich mit ihrem Monomer-Slang. Vielleicht das, ja, aber vom Schminken her und von den Haaren und silikonmäßig halt, ne? Gut, wie man hier im Hintergrund sieht, es liegen zahlreiche Fanartikel vom FK Pirmasens vor und dazu kommen wir gleich. Die Trikots und die Fanartikel noch im Hintergrund von uns beiden und jetzt trägst du schon das Trikot und Trikothosen vom FK Pirmasens hier auf der Tribüne. Bist du ein neuer Spieler von unserem Team für das optische Element? Nee, so sportlich bin ich nicht, aber wir machen Aufnahmen für den Fankatalog und ja, ich bin dann das Werbegesicht vom FKP für den Fanshop. Das ist mal eine interessante Geschichte. Wie kam es dazu? Wir waren auf einem Spiel gewesen beim FKP, das erste Heimspiel, das erste Saisonspiel überhaupt dieses Jahr. Da dachtest du, das Spiel war so scheiße, dass man jetzt ein bisschen was Schönes reinbringen muss? Nee, so war es jetzt nicht. Das Spiel war nicht ganz so schlecht. Aber ich habe dann zu Hause mir den Fankatalog angeguckt und dachte, da muss was Neues her. Gut, das hätten wir jetzt damit eingeleitet. Und hast du irgendeine bestimmte Intention, die noch dahinter steckt? Ja, wir könnten ja gemeinsam erfolgreich sein. Das heißt, der FKP steigt auf. Ich mache meine Miss Germany. Und ja, vielleicht sogar in die Bundesliga mit dem FKP, aber in die dritte. Gut, das wäre mal ein angenehmes Ziel. Da hoffen wir mal, dass wir in die Richtung gehen. Wir machen jetzt weiter Bilder und dann kommen wir nochmal zurück. Danke.
Sina, hier in den heiligen Räumen, nämlich in der Kabine der Mannschaft vom FK Pirmasens. Das mit dem Webshop haben wir geklärt, Fankatalog haben wir auch geklärt. Jetzt mal die Frage, hast du vielleicht eine Idee, was wir noch alles machen könnten mit dir und dem FKP? Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht Pokale überreichen könnten oder bei Tombola, wie bei dem Auto zum Beispiel, dass ich da die Übergabe mache oder so. Ja, vielleicht könnte ich ja auch dann mal die Spieler interviewen. Ne? Dann wäre ich ja arbeitslos.